Die Schleusenkammer ist ja ein Element der gesamten Veranstaltung Fontana Canale und soll quasi für die Spaziergänger im Sinne eines klassischen Parks zur Erbauung dienen. Aber es war natürlich auch aus künstlerischer Sicht oder auch vom Machen her total interessant, hier in dieser unglaublich dominanten Schleusenkammer zu arbeiten. Also es ist ja eigentlich eine Zeichnung, die etwas aus dem Schwarz herausgeholt hat, aber es ist schon irre, wenn man da direkt hier, ich steige auch gleich nochmal darauf, auf diesen Hubsteiger und diese Formen versucht nachzuempfinden, dass es ist, der Hochdruckreiniger wird ja letztendlich zum Zeichenstift, zum Bleistift. Thank you.